Herzlich willkommen da beim Video von Volksblatt.li. Wir sind heute zu Gast im Kulinarium in Gmura und bei mir ist der Geschäftsführer vom Kulinarium. Was ist es? Ja, Kulinarium, was ist es? Das ist eigentlich ein Produkt aus vielen Jahren. Durch meine vielen Reisen, die ich gemacht habe in der ganzen Welt, habe ich mir mal gedacht, das fasse ich zusammen, so gut man das überhaupt zusammenfassen kann und stelle es anderen Leuten zur Verfügung. Also Reisen, ganz normale Reisen oder was eher so Essens- oder Food-Reisen? Nein, es waren normale Reisen, hauptsächlich durch meine geschäftliche Tätigkeit bin ich viel unterwegs und meine geschäftliche Tätigkeit verbinde ich mit der privaten und beides, privat und geschäftlich, verbinde ich mit dem Essen. Ja, das ist ja ganz klar, ich meine, wenn man durch die verschiedenen Kulturen reist, gibt es auch verschiedene Speisen, die zu entdecken. Und in dem Fall war das Ziel, hier im Kulinarium alles ein bisschen zusammenzufassen, oder? Ja, so gut es geht, so gut man die Welt jetzt nach Gmura bringen kann. Und schon Gmura ist ja groß gegenüber das Kulinarium. Aber es ist von einigen Bereichen einmal so das Tüpfelchen auf den i, was ich hier hereinbringe. Würdest du das Kulinarium einen typischen Feinschmeckerladen nennen? Oh, das ist eine gute Frage, das bin ich schon öfters gefragt worden, dafür habe ich keine Antwort, weil dann müssten wir mal definieren, was heißt ein Feinschmecker. Also für mich ist wichtig, dass wenn die Leute kommen, dass sie Zeit haben, dass sie Zeit mitnehmen und dass wir uns dann einfach zusammenfinden, weil was mir schmeckt, muss ja dir noch lange nicht schmecken. Ne? Jetzt sehen wir da im Hintergrund verschiedene Weine, Essige. Was gibt es bei dir einen Hauptpunkt, wo du deine, sag jetzt mal, in dich ausrichtest? Ja, auch beruflich. Ich bin momentan bin ich nebenbei auch nur Unternehmensberater. Und was ich mir versucht habe, ist so alles schön zusammenzufassen, ja, so eine Art Generalist zu sein. Und das Generalist möchte ich auch beim Essen sein. Es gehört ein guter Wein dazu, es gehört ein gutes Getränk dazu. Auf der anderen Seite, wie du schon erwähnt hast, wir haben hier einen tollen Essig, wir haben tolle Öle. Also es macht eigentlich sehr viel aus, dass das Ganze rund ist. Und das möchte ich abdecken. Auf der Homepage, die da lautet kulinarium.li, gibt es auch noch verschiedene andere Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es bei euch Degustationen. Ja, richtig. Degustationen, das macht mir am meisten Freude. Und man kann jetzt einmal vergessen, die klassische Weindegustation, die mache ich natürlich auch, keine Frage. Francesco Illi wird kommen am 11. November. Das ist für mich eine große Ehre, weil ich habe ihm meine Geschichte erzählt, wie ich dazu komme. Und er hat ihn so begeistert, dass er gesagt hat, er unterstützt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich möchte auch andere Dinge verkosten. Öle, ich habe schon erwähnt, Öle, Essig kombinieren. Ich kann aus einem einfachen Nüsslisalat 14 Tage lang einen anderen Salat machen. Nur mit Öl und nur mit Essig. Und da braucht man auch nicht viele finanzielle Mittel, dass man das umsetzen kann. Also recht interessante Geschichte. Wie schon gesagt, schaut auf www.kulinarium.li, da gibt es dann immer die neuesten Daten, wann die Diskussionen stattfinden. Es gibt dann auch noch, last but not least, einen Plattenservice, den ihr macht. Das ist ganz richtig, Plattenservice. Wir haben da die Cordelia, die ist ja im Land sehr gut bekannt. Es ist eine Käsefachfrau, wie es im Buche steht. Da bin ich noch brutaler Anfänger. Wir machen solche Platten. Also wir, nein, sie macht, sie kann das. Aber wir bieten das auch anderen mit Schinken, mit Oliven, mit allen möglichen, je nachdem, was man will. Aber halt jetzt kein heißes Fleisch, sondern eher diese kalten Platten. Okay, dann wünsche ich euch und dir viel Vergnügen und viel Erfolg. Danke dir.